Und damit herzlich willkommen zurück zu Doom auf meinem Kanal. Ja, wir machen da weiter, wo wir vorherige Version Video aufgehört haben. Bei den in Anführungszeichen Endgegner. Und ja, schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Von vornherein, die es ja schon kennen, gucken ja bestimmt auch welche. sehr spektakulär. Was? Ich wollte weitermachen und im nachfolgenden Kapitel, Level, Mission lief es so scheiße, dass ich ja, man könnte jetzt sagen, irgendwas kaputt gemacht hat, aber nein. Es lief halt nicht, ich hab's abgebrochen, gleich wieder gelöscht, der Frust war zu groß. Und deshalb musste ich jetzt das Level, das jetzige, wo wir jetzt sind, nochmal neu spielen. Und ja, deswegen landen wir jetzt erstmal wieder beim einzelnen Endgegner, in Anführungszeichen. Und dann ja, gucken wir mal, wie wir uns anstellen, wie wir uns fühlen, was passiert. Von diesem Ärgern ja, musste ich mich erstmal erholen gestern. Gestern, vorgestern, ja, naja, egal. Auf jeden Fall, ja. Viel Spaß und hoffen wir, dass es diesmal besser wird. So, da sind wir. Oh, dauert schon ein bisschen lange, ne? Oh, es geht aber. Es geht. Das ist schlimmer. Mach was. Suboptimal. Geht das so, wie ich es mir vorstelle? Wahrscheinlich nicht. Nee. Mist. Läuft ja gar nicht. Ich
Ja, okay. Was ist da los? Also jetzt tunnel ich den die ganze Zeit, oder was? Menno. Klopf, klopf. Wurde eh zu warm. In der Hölle ist ja allgemein eine höhere Temperatur. Von dem her. Alles gut. Ja. Na gut. Na, wo ist er? Da ist er. Oh. Mal zwei. Na, ihr habt es nicht geschafft, wa? Ja, so, das war's. Das heißt, nochmal machen musste, geht es natürlich nicht weiter, sondern einfach nur speichern und beenden. Aber das machen wir mal schnell. Bevor ich jetzt wegen den 3 Minuten dauert. Mache und dann machen wir einfach fortsetzen. So wie es sein sollte. So. Schauen wir mal. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Ja, so. Erstmal die schlimmsten, nervigsten. Keiner. Genau.
Sehr gut. Ich bin hier selber kaputt. So. Ja, genau das meine ich. Da ist, konzentriere ich mich so, was du tust. Und dann kommt so ein Kack dabei raus. Es ist einfach zum Kotzen. Mal dezent gesagt. Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Nee, das bringt's nicht. Für die kriege ich das Glück noch so. Ja, oder auch nicht. Boah, Alter, was ist denn bitte? Da gibt ja gar nichts. Gar nichts. Achso, ich hab ja noch voll. Ja, los? Ja, na klar, der Griff. Also bis jetzt ist es wirklich, sagt man so, anstrengendste, stressigste von allen. Oh Mann, der war doch eben noch nie da, ey. Ah, gib mir das jetzt noch.
unterwegs. Ja, bleibt gut. Super. Ich will nicht zu viel Money verschwenden, für was nicht notwendig ist. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da steht ja auch noch einer. Der nimmt dann natürlich den falschen, ne? Ah, oh, hört sich nicht gut an. Wo kommt der denn jetzt auf einmal schon wieder noch her, ey? Boah, Alter. Wo kommt die denn jetzt her? Boah, das ist ja hier unten ja alles voll. Nee. Da kommen ja immer mehr, ey. Könnte ja echt das Endlevel sein. Ach, dann ist da auch noch mehr. Nee, was ist. Nee, ach, oh, da hab ich echt gemerkt. Kann doch nicht sein. Ich würde jetzt mal das ordentliche benutzen und dann kommt Terra dabei raus. Was hat mich jetzt bitte getroffen? Ja.
kurz mal verschnaufen, ey. Alter Schwede. Was ist jetzt? Ist so still? Das richtig, dass die Munition immer wieder neu gekommen sind von denen. Hätte ich das gewusst. Oh Gott. Oh Gott. Ich ahne nur Gutes, ja. Oh nein, nicht sowas. Verliere Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen. Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel. Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen, aber so magst du es ja am liebsten, oder? Natürlich. Das ist deine Natur. Ja. Warum haben die so große Tore? Für was denn? Ach so, dafür. Ja, bleib mal zu. Das sieht nicht gut aus. Oh, schmeiß weg. Oh, hier keiner mehr. Und weg. Och Mann. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Nein, du wurdest nur dazu gemacht. Du wolltest es ja. Oh. Schön. Gut, das war's. Ah, sehr stressig, sehr anstrengend, sehr aufwendig. Schön, schön, so soll es eigentlich auch sein. Und wenn man sich jetzt daran gewöhnt, dann geht das natürlich auch. Ne? Aber wenn man jetzt Jahre nicht mehr sowas gemacht hat, nicht schön. Aber gut, haben wir auch geschafft. Und dann sehen wir uns im nächsten Kapitel wieder. Ohne Vega, natürlich. Also, bis dann.